Ja, hallo, heute mal aus Wallroth und konkret gesagt von der Burg in Altwallnau, wo ich ehrlich gesagt bisher noch nicht gewesen bin. Wallroth hat 13 Stadtteile, das ist eine ganze Menge, genauso viele Städte und Gemeinden hat auch der Hochtaunuskreis. Und eine Besonderheit ist mir aufgefallen, hier haben die Menschen noch ganz viel Platz. Und zwar ist es nämlich so, dass in Wallroth auf einen Quadratkilometer nur 92 Einwohner kommen. Nur mal zum Vergleich, in Oberursel und Bad Homburg sind es über 1000 Einwohner pro Quadratkilometer. Ja, Jan, vielen Dank, dass ihr mich hierher eingeladen habt. Ja, gerne. Und erzähl doch noch mal sonst ein bisschen was zu dem Typischen in Wallroth. Ja, du hast es ja eben auch schon gesagt, mit den Einwohnerzahlen. Sagen wir, wenn wir den Vordertaunus vergleichen, was ja eher so eine städtisch geprägte Gegend ist, ist es so mit den Einwohnerzahlen so ein bisschen schwierig. Sag mal, wir sind hier hinten im Hintertaunus. Wir haben natürlich eine riesen Waldfläche. Ich sag mal, Wallroth hat ungefähr, ich glaube, 3000 Hektar Wald. Wow. Es wird auch mit zwei Förstern beförstert, die bei Hessenforst angestellt sind. Und wir sind halt einfach eine ländlich geprägte Gegend mit kleinen Ortsteilen. Ich weiß jetzt nicht genau die Einwohnerzahlen, da sind wir, glaube ich, mit 1200 ist irgendwo Riedelbach und dann Maulauf-Finstertal ist das kleinste Ortsteil. Also wir sind jetzt auf der Burg Neuwaldau, am schönsten Aussichtspunkt in Wallroth. Wenn wir uns hier umschauen, haben wir einen tollen Blick auf das Schloss Neuwaldau. Wenn wir jetzt weiter über das Walltal blicken. Über den Taunuskamm. Über den Taunuskamm blicken. Mhm. Wir haben dort unten ein schönes Wohnmobilcamp, Taunus Mobilcamp. Dort kann man sich mit seinen Wohnmobilen einfinden und kann schöne Wandertouren von dort aus starten. Genau, und zwar fängt man im Schloss Neuwallnau an, dann geht man über die Landsteiner Mühle. Geht man die genau, 100 Stufen hoch. Genau, dann geht man über den Berg drüber, dann geht man über die Straße drüber und dann geht man zu dem Hexentreppen wieder auf dem Felsen, dann geht man wieder runter und dann kommt man wieder rund zu dem Neuweiler Schloss. Ja, Sonja, ich war ja neulich schon bei euch in Wallroth. Da war ja die große akademische Feier, 50 Jahre Gebietsreform. Es sind ja jetzt ganz viele Gemeinden, die im Hochtaunuskreis ihre Gebietsreform begehen, 50 Jahre. Wie ist das denn bei euch? Sind die 13 Ortsteile denn jetzt zusammengewachsen? Wie ist das bei euch? Bei uns ist es so, dass im Grunde jeder einzelne Ortsteil, also wir haben ja 13 Ortsteile, jeder hat was Besonderes und jeder hat seine eigene Kultur. Und das merkt man einfach auch. Bei uns zum Beispiel in Hasselbach ist es so, das ist so eine Feierkultur. Ja, da wird Kerb gefeiert, okay. Da wird Fasching gefeiert. Das ist so einfach, das ist so eher dann. Und dann in Emmershausen, da wird gebacken und in Niederlaugen wird gebacken. Da gibt es halt dann den Backofen. Und jeder Ortsteil hat einfach seine Besonderheit. Was mir total am Herzen liegt und das total toll ist, dass wir das jetzt in der Politik gemeinsam beschlossen haben, dass wir ein Mehrgenerationsprojekt cool. haben, ja. Einen Park bauen. Und da kommen alle zusammen. Jung und alt, die ganzen Wallroder und da gibt es die Möglichkeit, dass dann mehr Gemeinschaft entsteht, einfach zwischen jung und alt. Jetzt sind wir hier an der nächsten Attraktion und zwar sind wir am Schloss Neuwallnau. Genau. Sonja, das ist ja total schön hier. Ich bin völlig begeistert. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen, was findet hier so hier statt? Hier wird Hochzeit gefeiert. Und es ist einfach so romantisch und so idyllisch hier. Und du hast hier bestimmt auch geheiratet, absolut. Oder? Absolut. Das war einfach klasse hier. Und wir sind jetzt... Wie lange verheiratet? 15 Jahre. Toll. Also die Ehen halten auch. So, aber das ist ja nicht nur ein ganz tolles Schloss hier, wo man heiraten kann, sondern ich habe eben auch das Schild von Hessenforst gesehen. Das heißt, hier ist auch der Standort vom Forstjan, richtig? Das stimmt, ja. Wir haben hier das Forstamt Wallroth, was, sag ich mal, die umliegenden Reviere betreut. Das Forstamt fängt an, grenzt an Wallmünster an und geht bis nach Butzbach rüber, bis an die Autobahn. Mhm. Also es ist ein relativ großes Forstamt. Es war durch die Forstreform, sind einige Forstämter verschwunden und dann zusammengelegt worden. Und jetzt wird Wallroth von hier betreut. Und ihr habt hier ganz wunderschöne Gärten hier.
muss ich sagen, ist ganz toll. Ne? Ja. Mit denen habt ihr auch was zu tun, oder? Haben wir auch was zu tun. Ich habe nebenbei noch meine Firma und ich betreue das ganze Schloss hier schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas mit der Pflege der Gärten. Super. Sagen wir mal hier in dem oberen Bereich. Unten ist eine Künstlergruppe angesiedelt. Da können wir gleich nochmal hingehen und uns das anschauen, die diesen Garten gestaltet haben und auch pflegen. Wahnsinn. Dankeschön. Jetzt sind wir ja hier an der Vogelburg angelangt. Das ist quasi der Top-Touristik-Hotspot hier in Weilroth. Aber Nicole, ich würde davor gerne noch mal mit dir reden, generell über Tourismus hier in Weilroth. Also Hochtaunus, aber insbesondere hier natürlich Wandern ist ja, glaube ich, das, was man hier absolut am besten machen kann. Und also da war ich auch tatsächlich ab und zu schon mal hier gewesen. Super. Was müsste man denn machen, um den Tourismus hier in Weilroth noch mehr zu pushen, zu verbessern, weil für euch ist das, ihr habt tolle Gastronomien. Ja. Jetzt sind wir hier am dritten Highlight. Ich weiß, ihr habt eigentlich noch viel mehr. Was wäre wichtig für die Infrastruktur, damit der Tourismus noch besser laufen würde? Also der Tourismus ist ja über die Corona-Zeit im Wald explodiert. Uns fehlt aber ganz klar eine Besucherlenkung. Okay. Ja, also wir haben das in anderen Städten schon umgesetzt oder angefangen umzusetzen, quasi, nicht wir, aber es wurde dort umgesetzt, dass die Leute wissen, wo sie lang gehen können, was sie machen dürfen und was sie auch nicht machen dürfen. Verstehe, ja. Also wir brauchen ein paar mehr Parkplätze. Wir haben im Hochtaunuskreis ganz, ganz wenig Parkmöglichkeiten, wo die Leute wirklich dann starten können zum Wandern, zum Fahrradfahren. Und dann sie finden nicht die Ziele richtig, ja. Und dann sie müssen besser gelenkt, geführt, geleitet werden. Sie müssen auch mal Verbote haben, wo sie auch mal nicht hin dürfen. Ja. Sie beunruhigen das ganze Wild. Sie laufen über alle Flächen, hinterlassen ihren Müll. Das ist auch noch so Nicole, ein Punkt. Noch 3 Sätze zur Vogelburg, bitte. Vogelburg ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also ihr müsst auf jeden Fall mal hierher kommen. Ihr könnt Papageien streicheln, ihr könnt es euch auf die Schulter setzen. Manchmal tut es auch ein bisschen weh. Es ist das Top-Ausflugsziel für Jung und Alt, wirklich. Und es ist auch behindertengerecht und kinderwagengerecht. Also jeder kann hier durch. Tourismus im Taunus und in Weilroth ist wirklich super schön. Und wir haben in jedem Ort eine Einkehrmöglichkeit, mindestens eine. Also kommt in den Taunus, besucht uns und genießt die Zeit. Sehr gerne.